wunderschönen guten Abend wünsche ich dir. Du willst nicht wissen, wie es aktuell bei uns aussieht. Wir sind im Countdown jetzt 4 Tage vor dem Umzug. Und jetzt bekomme auch ich langsam ein bisschen Herzflattern. Ich war bisher total gechillt. Also Justus war immer derjenige, ja, wir ziehen ja jetzt bald um. Wollen wir da nicht langsam schon mal so ein bisschen packen, aufräumen und so? Und ich so die ganze Zeit, ja. Ja, und jetzt mehr Chaos. Ich versuche, dem Herr zu werden und das mit Humor zu nehmen. Du kennst mich, man muss alles einfach positiv sehen und schon ist das Leben viel einfacher. Ja, was kann ich dir zeigen? Also, ich bin am Packen, mein Kleiderschrank. Du weißt, ich muss mich so extrem verkleinern vom Kleiderschrank her. Also, aktuell gehört mir ja, also es sind ja 4 Schränke, ne? 1, 2, 3, 4. Davon gehören mir die 3. Das ist der einzige von Justus. Da ist er auch schon am Aussortieren gewesen. Also sogar er mistet ordentlich aus. Also es kommt nicht alles davon mit. Und ich bin super fleißig dabei, weil das passt einfach sonst gar nicht rein in meinen neuen Kleiderschrank drüben. Also das, was mitkommt, habe ich jetzt schon gepackt. Einmal diese Kiste. Das sind übrigens meine allerliebsten Kleiderbügel. Die sind so toll. Guck mal, wie dünn die sind. Trotzdem wirklich stabil. Also die knicken nicht oder ja, auch wenn man hier so Hosen hinhängt oder nochmal so ein Cardigan drüber, das macht dir nichts. Auch Jacken halten die gut aus und sind platzsparend. Und dieser Saum hier drüber, der sorgt dafür, dass die Kleidung nicht runterrutscht. Das ist wirklich toll. Hatte ich auch schon in meiner Insta-Story verlinkt. Verlinke ich dir gerne hier auch nochmal. Ich würde nie wieder andere holen als die hier. Also das ist meine Kiste. Dann habe ich hier eine Kiste und diese Kiste hier. Das war's. Mehr werde ich nicht mitnehmen. Und ich will dir gar nicht zeigen, was da noch alles drin ist. Ja, ich muss sagen, ich bin auch nicht so gut im Ausmisten. Ich bin eine kleine Sammlerin und ich trenne mich unfassbar schwer von Dingen, weil eigentlich alles irgendwie mit Erinnerungen zusammenhängt. Deswegen, ja, denke ich mir immer, ach komm, ja, das ziehst du vielleicht wirklich nicht mehr an, aber da ist doch das und das gewesen und das ist so eine schöne Erinnerung. Weißt du, ich meine, wenn ich dann durch den Kleiderschrank auch gehe. So, aber ich kann ja mal kurz zeigen, wie das hier jetzt gerade aussieht. Also an diesem Schrank war ich jetzt sogar am fleißigsten gewesen. Das heißt, also diese Sachen hier sind ausgemistet. Die kommen in Tüten gepackt. Und das hier, das ist der Teil, den ich in den Kisten jetzt dran habe, die ich mitnehme. Außerdem habe ich hier noch unten so ein paar Sachen. Warte mal, was kann ich dir davon zeigen? Unterwäsche, Socken etc. Für die jetzt nur noch 4 Tage, die wir jetzt auch noch hier wohnen. Das heißt, die Sachen brauche ich auf jeden Fall noch, damit ich in den nächsten Tagen überhaupt frische Wäsche habe zum Anziehen. So, das ist Schrank Nummer 1 gewesen. Schubladen, will ich dir auch nicht zeigen. Da sind auch schon noch diverse Sachen drin. Dieser Schrank hier, also eigentlich wollte ich das nicht zeigen, aber jetzt zeige ich sie doch irgendwie. Das sind zum Beispiel ganz, ganz viele Sachen, die schon sehr alt sind auch. Kleidchen und sowas. Würde ich jetzt eigentlich auch gar nicht mehr anziehen, weil, naja, der Stil ändert sich halt auch irgendwann, die Vorlieben ändern sich. Ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, ich hatte so meine Kleidphase gehabt, ne, mit Leggings und ein Kleid drüber. Ich habe das geliebt, ich habe das bestimmt jahrelang immer nur so getragen, aber jetzt nicht mehr so und trotzdem mag ich mich nicht so davon trennen. Und hier sind wirklich noch sehr, sehr schöne Sachen drin, aber ich muss ausmisten, ich muss weniger und deswegen das alles krass. So, letzter Schrank. Hier geht's. Also da sieht man auch so, naja, fast die Hälfte ist weg, ne? Und was bei mir auch immer mit aussortiert werden muss, ist Schminktisch. Da war ich auch schon gerade ganz, ganz fleißig. Hier habe ich das noch gefunden. Also für meine Haare benutze ich ja eigentlich aktuell nur noch diesen Airwrap. Deswegen brauche ich eigentlich weder das Glätteisen hier. Das ist sogar von GHD. Hatte ich mal selber gekauft. Vor Jahren ist das aber. Und dann noch so ein, was ist denn hier, so ein bisschen Müll? So ein Lockenstab brauche ich natürlich gar nicht mehr, seitdem ich meine Haare immer so schön zu Locken föhne. Dann habe ich da so ein paar Sachen, also die sind für meine Freundin, die kann sie gerne haben, die sind ausgemistet. Da sind Sachen, die ich mitnehmen möchte. Schminktisch kommt auch wieder mit rüber, da freue ich mich schon. Du weißt ja, wo der hinkommt, ne? Glaube ich, im Schlafzimmer, da so vor das große Fenster. Ach guck mal, das fehlt hier auch schon, also da war ja eigentlich, waren ja schon da Pflanzen gewesen. Aber die sind jetzt auch schon, ich glaube sogar wirklich drüben. Also Justus hat gestern eine große Fuhre gemacht mit ganz vielen Pflanzen, die wir noch hatten. Viele hat er jetzt auch nochmal umgetopft, weil wir sind ja jetzt schon fast komplett auf Hydrokultur umgestiegen. Es ist
Ein Traum vertragen nicht alle Pflanzen. Also ich merke so bei Calatheas, die mögen das nicht, glaube ich. Aber weißt du was? Ich mag auch keine Calatheas. So. Ja, ich hab's so ein bisschen mit den Calatheas. Irgendwie mögen wir uns nicht. Restlos alle Calatheas, die ich hatte. Und ich hatte wirklich ein paar. Bestimmt 3, 4 Stück. Waren auch schon groß und schön und ich habe mich gekümmert und ich habe getan. Weil die brauchen ja auch viel, die brauchen Luftfeuchtigkeit, die brauchen ja noch dies und das. Ich habe ihnen wirklich viel, viel Liebe gegeben. Aber hat immer nicht geklappt. Die sind alle eingegangen, haben Viecher bekommen und oder waren einfach nur traurig. Und jetzt die letzte, die hier stand, die ist jetzt auch weg. Soll nicht sein mit den Calatheas. Super schade. Aber kann man nichts machen. Dafür habe ich viele andere tolle Pflanzen, die mich mögen und denen es bei mir auch sehr gut geht. Ich bin nur am Ausmisten, ich bin am Gucken. Ich habe so viele Pinsel. Ich bekomme übrigens neben diesem Schminktisch endlich auch so einen kleinen Schrank, auch von Ikea, den wir sonst unter dem Schreibtisch haben. Der ist super, da kann ich dann noch ein bisschen Schminkzeug reinrollen. Ich will nicht noch mehr einsammeln oder so, aber so ein paar Schminksachen sind schon ganz cool. Warte mal, ich zeig dir das mal kurz. Gerade wenn man so kleine Kinder hat, die sich gerne schminken oder auch geschminkt werden oder auch jetzt zum Beispiel zu Halloween, da wollen sie auch alle geschminkt werden und dann sind solche krassen Farben, wo man denkt, nee, das brauche ich doch nicht. Wann brauche ich denn sowas? Aber genau solche Farben sind es dann, die man dann eben braucht. Und deswegen möchte ich mir da so eine, ja, nicht Sammlung, aber so ein paar Sachen behalten. Einfach auch so dunkle Töne, weißt du, für Halloween war das super. Benutze ich jetzt eigentlich auch nicht. Also du weißt ja, wie ich aussehe. Ich sehe immer gleich aus mit meinem Alltagslook. Hier räume ich jetzt noch ein bisschen, obwohl ich das meiste eigentlich schon jetzt wirklich aussortiert habe. Das Ding hier mache ich, glaube ich, auch immer leer. Oh nein, was ist das? Warum ist hier nur ein Deckel? Anastasia ist so oft mit mir hier zusammen am Schminktisch und dann nimmt sie sich immer irgendwas. Nimmt sich einen Pinsel und macht bup, bup, bup. So wie die Mami. Und jetzt ist hier nur ein Deckel. Okay, also irgendwo ist hier ein Lippenstift. Ganz, ganz traurig. Ohne Deckel. Aber ich bin allgemein trotzdem nicht super aufgeregt dieses Mal, weil letztes Mal beim Umzug war ich ja hochschwanger. Hab das gerockt. Deshalb schaffe ich das dieses Mal. Auf jeden Fall. Also es ist schon immer... Ach, riecht das gut. Auf jeden Fall eine Herausforderung, so ein Umzug. Deswegen habe ich mich auch so ein bisschen davor gesträubt. Deswegen meine ich auch, oh, muss das sein? Ich habe keine Lust. Aber man muss es einmal machen. Ich reiß mich jetzt zusammen, dann machen wir das und dann bringen wir das hinter uns. So. Wie schön. Gesehen. So, okay. Gefühlt war ich jetzt auch schon wieder vor lange nicht hier, obwohl das ja nicht stimmt. Aber hier passiert einfach täglich so viel, da kommt man gar nicht hinterher. Also, oh Gott, ist das schön! Das habe ich mir ausgesucht. Ich zeig's dir, bist du bereit? Für ein Schmuckstückchen. Justus ist ja schon die ganze Zeit auf Dekosuche gewesen, als hier noch überhaupt nicht alles fertig war. Aber das war ihm schon das Wichtigste, Deko auszusuchen. Und da waren wir in so einem Dekorladen, ich weiß nicht, wie das heißt, Kunsthandelladen. Und da habe ich mich in ein Bild verliebt und das kommt natürlich auf den Präsentiertisch. Da! Da! Da, 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 da! Wow, es ist noch nicht aufgehangen. Aber das sieht so toll aus, dieses Bild. Ja, ich wollte es aufhängen, da dachte ich, nein, die Nancy hat bestimmt eine besondere Höhe. Aber können wir jetzt ganz kurz mal festlegen? Guck mal, siehst du, lass mich, also. So nah habe ich das noch gar nicht gesehen, Justus. Ich musste es ja kaufen, ohne dass ich überhaupt so nah kommen durfte. Guck dir das mal an. Ja, sehr gut gemacht. So Glitzerzeug. Oh, das finde ich ja schön, ne? So, ah! Ich hätte erst ein anderes ausgesucht, aber die Lensi hat sie durchgesetzt. Ich finde es auch sehr gut. Wieso, was hättest du dir denn ausgesucht? Ich hätte doch diese eine mit der Frau. Oh, Justus will immer ständig irgendwelche Frauen hier auf Bildern aufhängen, immer in diesem Haus. Das ist ein Mann. Ja, okay.
Ja, aber irgendwelche Frauen auf den Bildern, das ist doch nicht normal, oder? Okay. So, ich will es ungefähr, dass unten und oben... Wow, das sieht so geil aus. Derselbe Abstand. Und natürlich würde... Oh mein Gott! Die Strahle dann noch ordentlich sein. Gleich, ja? Ein Kunstbild muss ja auch auf Sichthöhe sein. Oh, das sieht toll aus, ja. Okay, mach ich so. Sieht das toll aus. Justus, ich dreh durch! Ich dreh durch! Bist du denn dann glücklich? Ach, Moment mal, wenn das da ist, dann ist ja das andere Ding auch da. Ja, es ist zu groß. Zu groß? Ich wollte es nicht haben. Justus meinte, oh, das ist toll, das will ich haben. Ja, jetzt. Und jetzt findest du es zu groß. Ja, das heißt, er macht sauber. Guck mal, diesen Staubsaugeraufsatz. Wo ist das denn? Oh, ich traue mich gar nicht zu gucken, warte. Ich traue mich gar nicht. Du siehst jetzt meine Live-Reaktion, wenn ich gucke, okay? Kann ich gucken, Justus? Ja. Ist das wirklich deine Ecke da? Ja. Also ja, also, man kann da was reinmachen, aber ich weiß nicht, was das ist. Was reinmachen? Ja, also irgendwie... Ja. Okay, pass auf, Justus wollte unbedingt so eine XXL-Vase. Das Ding ist aber auch neu hier. Ja, das versuche ich voll. Was ist das denn? Ja, das kommt dann in die Ecken. Also, das ist praktisch, Justus, hör auf, bitte. Er besorgt hier ständig irgendwelche Deko-Sachen und dann muss ich wieder damit leben und ich finde es nicht schön und so. Und er tut das irgendwo immer hin. So, hatte ich dir das schon erzählt mit den Pflanzen? Ja, ne? Guck mal, das meine ich damit. Er hat schon alle rübergebracht. Da hinten sind sie. Diese Räder-Dinger da, das ist auch irgendwie sein Geschmack. Wieso mein Geschmack? Gefällt dir das nicht? Naja, es ist dein Geschmack. Okay. So, bist du bereit für die XXL-Vase, die ich nicht haben wollte, aber Justus, und jetzt steht sie hier und jetzt ist sie ihm zu groß. Okay, Achtung. OMG. Das Ding. Ach Gottchen. Ja. Was sagt man dazu? Was macht man damit? Steht das hier so gut oder? Justus ist hier die ganze Zeit am Kunstwerk sammeln. Ich glaube, hier wird bald ein Museum. Also, es ist halt so, wie nennt man das? Alt? Es ist halt alt. Ja. Weiß ich nicht, ob man dann... Also, hast du eine Idee, wohin damit? Soll es da stehen bleiben? Oder kann man es noch irgendwie verrücken, aufpeppen oder so? Okay, und hier sind jetzt meine Pflänzchen. Ich habe ihm schon gesagt, ich finde, es sieht aus wie Kraut und Rüben. So habe ich mir das nicht vorgestellt. Das ist ja alles gemischt, ne? Hier haben wir einmal meine Monstera Thai. Kann ich mal zeigen. Mit ihren schönen weißen Flecken. Unglaublich tolle Pflanze. Dann haben wir Efeututen. Davon wollten wir auf jeden Fall welche hier haben auf der Fensterbank. Da ist noch eine Efeutute. Das ist jetzt eine, die ich geschenkt bekommen hatte. Dann haben wir hier nochmal eine Monstera Thai. Auch mit diesen wunderschönen weißen Flecken. Total hübsch. Aber ich finde zum Beispiel, das passt da nicht hin. Mal gucken. Aber mit diesem Licht finde ich das gerade sehr schön. Sieht so ein bisschen künstlerisch aus, finde ich. Das mag ich gerade sehr gern. So, hier wohin? Auf welche Höhe? Auf die Höhe, wo ich rankomme. So auf diese Höhe. Kann ich da nicht unten auch noch ein Brett haben, sagen's? Da unten? Hier? Hier? Ja, so. Also wenn ich irgendwas aufhänge, dann geht das ja nicht bis nach da unten. Dann kann ich ja da noch ein Brett haben. Ja, klar, kann ich gerne machen. Gerade mühselig alles eingepackt, jetzt darf ich wieder auspacken. Das werde ich jetzt die nächsten Tage noch ein paar Mal machen müssen. Ja, lieber jetzt entschieben, sonst müsstest du das alles auf einmal machen. Ja. Guck mal, richtig tolles Augenmaß, ne? Guck mal, was? Was ist das denn da? Ja! Doch, jetzt ist er gerade. Ja! So. Wie bitte? Lege ich los, obwohl da ja noch ein Stück tiefer sein könnte, aber egal. So, dann mache ich das jetzt hier, dass ich schon mal meine Sachen einlagere, die ich eben mühselig eingepackt habe. Vor allen Dingen sind das jetzt die ganzen Herbst-Winter-Sachen natürlich. Sommersachen brauche ich jetzt irgendwie nicht. Also sind es viele, viele dicke Pullover. Und Justus meinte, ja, der Platz reicht für meine dicken Pullover. Da hänge ich eins auf, dann ist das Ding schon voll. Du bist ja gar nicht mehr witzig. Ich bin witzig. Ich lache nur innerlich. Hauptsächlich.
from my window. Sun's coming up like the day before. You're like a stone on my pillow. I don't make a sound when I shut the door. You don't have to wake up yet. Kurzer aktueller fast gestolpert. Kurzer aktueller Stand. Ich habe irgendwie zu wenig kleine Brügel jetzt mitgebracht. Ich dachte, ich hätte viele mitgebracht, aber sind doch nicht so viele. Aber jetzt kannst du mal sehen, guck mal, wie platzsparend die Bügel sind. Es gibt ja so dicke Bügel, also die meisten sind ja so dick. Und dadurch passt dann nicht so viel in den Schrank. Und ich liebe das. Quasi die Hälfte ist gerade mal voll. Und das sind ja schon echt dicke Pullover, ne? Und es hält halt trotzdem super gut auf diesen Bügel durch diesen Sand. Ja, also ich kann heute leider nicht weitermachen. Aber so ein paar meiner Schmuckstückchen sind schon aufgehangen. Ich habe ein Problem mit gestreift. Kann das sein? Wie viele Pullover habe ich damit? Das sind gerade so meine Lieblingsteilchen. Und ich habe Justus jetzt darum gebeten, hier nochmal ein Brett hinzumachen. Dann kann ich da noch ein paar Kisten runter machen, zum Beispiel für Hundewäsche etc. Oder eben hier rein, dass ich so ein paar Organisationskisten habe. Das liebe ich ja. Gerade so für Kleinteile wie Socken, Unterwäsche, BHs, Strumpfhosen. Was man da so alles hat. Und, hattet ihr das schon erzählt? Eigentlich war das ja so gedacht, dass das meins ist. Und das seins. Und jetzt hat er zurückgerudert und meinte, das ist auch meins. Und er würde nur die Schubladen da unten brauchen. Also die beiden da. Und der Rest zum Aufhängen ist alles meins. Das hat er gesagt. Mal sehen. Ich freue mich auf jeden Fall darüber. Ich halte dich auf dem Laufenden. Wie gesagt, in 4 Tagen ist der Umzug. Morgen wird auch nochmal fleißig weitergepackt. Aber das siehst du alles im nächsten Vlog. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.